Hallo, willkommen. Ich hoffe, ihr seid noch einigermaßen wach für den Sonntagnachmittag. Ich begrüße euch zur Präsentation über WebODF. Wer von euch hat diesen Begriff schon vorher gehört, hat vielleicht sogar mit der Software, die dahinter steckt, gespielt? Man weiß erst drum, wer hat davon schon gehört? Schön. Wer hat es sogar schon benutzt? Wunderbar, zwei Leute für das Protokoll haben es sogar schon benutzt hier, mindestens. Drei mit mir natürlich. Bevor wir beginnen, habe ich ein Angebot oder eher eine Bitte. Und zwar, Freifunk hat hier das Netz für uns bereitgestellt, auch in diesem Raum. Und wenn ihr diese URL eingibt, die ich gleich noch ein bisschen stehen lassen werde, jetzt gleich hier lokal für die, die ihre Rechner offen haben und sich auch schon im Netz befinden, ihr werdet dort auf eine Webseite kommen, wo ein Software oder ein Dienst namens Typist läuft. Dort könnt ihr auf Notizen oder ihr werdet einen Account bekommen, wo ihr euch Also, wenn ihr ausgeloggt seid, werdet ihr dort die Möglichkeit finden, einen neuen Account anzulegen. Das macht einfach. Und das Ganze war, wie gesagt, unter der URL. Und dort und im Dokument Notizen würde ich euch bitten, wenn ihr dort alle Fragen, die vielleicht nicht sofort zu beantworten sein sollten oder vielleicht andere Ideen, Hinweise, Kommentare, ja, würde ich euch bitten, wenn ihr die dort einfach mal niederschreibt. Das könnt ihr nämlich machen und zwar zusammen und da kommen wir dann später daraufhin zurück. Beginnen wir nun mit dem eigentlichen Vortrag über WebODF. Und zwar zuerst beginnen wir mit der Motivation. Warum gibt es WebODF? Gibt es drei Gründe, warum wir WebODF herstellen? Und wir sind nämlich eine kleine Gruppe von Entwicklern zurzeit, so um die 3, 4 aktiv. Ich selber bin einer davon. Mein Name ist übrigens Friedrich Kosbau. Und erster Grund ist, seitdem die Menschheit das Schreiben erfunden hat als Kultur, benutzen wir das auch redlich und schreiben alles nieder, weil es einfach praktisch ist, man muss sich nichts im Kopf merken, dieses vom Mund zu Mund Gerede, da geht nicht so viel Information verloren, sondern wir können es sofort niederschreiben in einer Schrift. Und Jahrtausende alte Kulturen. Und das Schöne sogar ist, dass Dokumente, die es schon seit Jahrtausend Jahren gibt, dass wenn wir die irgendwo wiederfinden, dann können wir die Informationen aus diesen Dokumenten zum Teil sogar noch rausholen, solange wir wenigstens die Codierung kennen, in der, also die Schrift, in der das Dokument verfasst wurde. Aber wenn wir das vor uns haben und können die Zeichen und Symbole deuten, dann können wir einfach erkennen, was dort geschrieben ist. Diejenigen von euch, die schon mal eine Haushaltsauflösung machen mussten oder woanders rumgestöbert haben auf dem Flohmarkt oder in irgendwelchen Antiquariaten waren, ihr werdet Jahrhunderte alte Dokumente schon selber gesehen haben, die ihr sofort lesen könnt, weil das dort niedergeschrieben ist. Also alles wunderbar. Solange man nicht irgendwo eine U-Bahn baut oder irgendwas niedergebrannt wird, bleiben diese Dokumente einfach vorhanden. Das hat sich allerdings geändert, als die EDV eingeführt wurden. EDV hat zwar viele Vorteile, es geht alles viel schneller, automatisierter und man kann viel mehr Informationen auf viel kleinerem Raum in viel schnellerer Zeit abspeichern und bearbeiten, aber man kann Dokumente nicht mehr direkt lesen, weil jetzt neue Ebenen dazwischen sind. Und das ist nicht nur das einzige Problem, nein. Zum Beispiel, wie gesagt, wenn man bei einer Haushaltsauflösung oder auf dem Flohmarkt in alten Briefen stöbert, man kann sie noch lesen, direkt. Vielleicht braucht man als technisches Hilfsmittel eine Brille, aber ansonsten direkt lesbar. Ja, überlegt euch mal, wenn eines Tages eure Nachfahren oder andere Menschen, die eure Hinterlassenschaften durchstöbern, wenn die eure Disketten oder andere Speichergeräte finden, können die lesen? Können die Dokumente lesen? Und das müssen auch nicht mal immer eure Nachfahren oder sein, ich selber schon, aus meiner eigenen Vergangenheit, Schulzeit, Jugendzeit und danach. Ich habe viele Dateien, ich kann sie nicht mehr lesen mit den Programmen, die ich zurzeit installiert habe. So PageMaker kennt man vielleicht noch, AmiPro kennen bestimmt ganz viele, die ein bisschen mehr Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Tolles Programm war das. Oder GeoWorks. Mein Vater liebte ein Programm namens Volksverräter. Hat bestimmt keiner hier gehört. Format unbekannt, aber ich habe also einige Dateien aus der Schulzeit noch, kann ich nicht mehr lesen. Sind für mich verloren, obwohl, ja. Aber
Ja, dieses Problem ist nicht nur mir jetzt hier bekannt, deswegen ich das unbedingt neu erzählen muss, sondern das ist halt ein altbekanntes Problem. Da gibt es viele Lösungen zu. Eines ist zum Beispiel das Projekt Document Liberation, das letztes Jahr aus der Stiftung hinter LibreOffice heraus gegründet worden. Die versuchen, einen gemeinsamen Pool an Software zu entwickeln, mit der man Daten aus älteren und undokumentierten Formaten heraus wieder sozusagen zurückgewinnen kann und befreien kann und in freie Formate überführen können. Freie Formate wie zum Beispiel das Open-Document-Format. Das ist ein Format, das von OpenOffice und LibreOffice abgeleitet wurde, das selber auch ziemlich nah an anderen bekannten Standards wie HTML oder SGML, also jedenfalls in der Dokumentenverarbeitung bewährten Formaten abgeleitet ist, mehr oder weniger. Und jedermann zur Verfügung steht. Es ist selber auch nicht sehr kompliziert. Also wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, kann man eine eigene Software schreiben, die in der Lage ist, dieses Format zu lesen und zu erkennen. Und irgendwie habe ich gerade keinen Strom. Oder? Naja, gut, dann muss ich halt häufiger wechseln. Also Open Document Format ist eine Lösung für das erste Problem und die erste Motivation, die ich angesprochen habe. Das wäre ein frei und ein offenes und mehr oder weniger sauber dokumentiertes Format, in dem man Dokumente abspeichern kann. Textdokumente, aber auch Präsentationen, wie zum Beispiel diese hier und Spreadsheets und mehr. Zweite Motivation. In der alten Zeit, es gab eine Zeit, wenn man Software entwickelt hat, um Dokumente zu verarbeiten, da war es relativ klar, was man gemacht hat, wenn man den größten Teil des Marktes erreichen wollte. Es gab Intel als Hersteller für die Hardware und es gab Microsoft als Hersteller für das Betriebssystem und die Dokumentenbearbeitungssoftware, nämlich Microsoft Office. Aber ja, das hat sich zum Glück wieder geändert. Jetzt haben wir eine Vielzahl von Plattformen, sowohl auf der Hardware-Seite, es gibt x86-Architekturen, ARM-Architekturen, MIPS-Architekturen, es gibt eine Vielzahl von Betriebssystemen, die weit verbreitet ist. Wenn wir jetzt eine Software schreiben wollen, und möglichst viele von diesen Plattformen erreichen wollen. Was wählen wir da als Plattform? Eine Möglichkeit, mit der man ziemlich viele erreichen kann, ohne ständig wieder neu schreiben zu müssen, jedenfalls mehr oder weniger, ist, dass man einfach die Webplattform nimmt. Denn jedes Betriebssystem, das jedenfalls für Endnutzer gedacht ist, hat heutzutage einen Browser. Denn jeder erwartet, dass er auf seinem Gerät sich mit dem Internet und vor allem mit dem World Wide Web verbinden kann. Also gibt es auf eigentlich praktisch jeder Plattform, auf jedem Gerät, das draußen ist, die gleiche Plattform, die man ansprechen kann. Also wäre es sinnvoll oder ist es eine gute Wahl, die auch von vielen ja gewählt wird, seine Software eben in JavaScript zu schreiben, beziehungsweise was eben alles Bestandteil von HTML5 ist. Es gibt ja auch ganze Betriebssysteme, die sich schon versucht haben, drum zu entwickeln, eben auf diesen Hintergedanken. Die dritte Motivation ist, warum es WebODF gibt, dass man eben ganz klar, man möchte Dokumente verarbeiten. Zum Beispiel möchte man Dokumente veröffentlichen, eben gerade im Netz und möchte das nicht nur als Download-Link machen und hoffen, dass der Anwender dann lokal auf seinem Gerät, auf das er sich die Datei lädt, eine Anzeigesoftware installiert hat, sondern man möchte sie vielleicht gleich schon über die Webseite, auf der die Datei angeboten wird, mit zur Verfügung stellen. Ein anderes ist, dass man, wenn interaktiv Dokumente bearbeitet werden soll, ist es vielleicht ganz praktisch, wenn man schon direkt auf dem Original oder also dem Zielformat arbeitet und nicht erst noch auf einem Zwischenformat, wie zum Beispiel HTML, was gerade so geht und dann versucht zu konvertieren, denn Konvertierungen kommen immer mit erstens Aufwand und zweitens potenziellem Datenverlust her, weil zum Beispiel das Styling nicht 1:1 korrekt abgebildet werden kann oder aus Versehen falsch abgebildet wird. Oder zum Beispiel hier in der Nähe von Bonn ist es ja bekannt, als ehemaligen Regierungssitz oder auch im Wissenschaftsbereich oder in vielen Bereichen, Redaktionssystem, dass man ein Dokument hat und das wird von mehreren gleichzeitig erstellt. Oder jemand schreibt es und viele kommentieren das. Und es wäre schön, wenn man das gemeinsam auf dem gleichen Dokument machen könnte. Auch das ist eine Motivation für WebODF. Auch das sollte ermöglicht werden damit und viele andere Dinge, die jetzt hier bei mir nicht so nennenswert erscheinen. Also, wir nehmen als Lösung für ein Format ODF, wir nehmen als Lösung für die Plattform HTML und wir haben die Bibliothek WebODF aus diesem Namen abgeleitet. Was nun soll WebODF können oder kann es zurzeit? Es kann
und wird dafür entwickelt, dass es sowohl anzeigen kann, also nur das reine Anzeigen, aber auch, dass es ermöglicht, das Bearbeiten, sowohl das Interaktive als auch das Programmatische über Makros oder irgendwelche Skripte. Und vor allem, es soll auch ermöglichen, wie ich gerade gesagt habe, das gleichzeitige gemeinsame Bearbeiten. Eben von Dokumenten im Open-Dokument-Format, weil man muss sich auf was spezialisieren. WebODF selber ist komplett nur eine JavaScript-Bibliothek. Es gibt keinerlei Abhängigkeiten, noch nicht mal zu jQuery, sondern komplett JavaScript und ja, ein wenig HTML, wo es nötig ist und vor allem die Verwendung von Cascading Style Sheets. Da es nur JavaScript ist, kann es eben komplett im Browser arbeiten. Wenn man sich die zum Beispiel in einer Webseite die WebODF.js-Datei hinzugebunden hat, das war's. Man braucht keine weitere Verbindung zu irgendeinem Server, man kann das alles komplett im Browser machen, was man machen möchte. Eignet sich zum Beispiel auch wunderbar, wenn man ein natives Programm schreiben möchte und hat dort so eine Art Webcontainer. Dort kann man auch einfach eine Webseite hineinsetzen, die entsprechend die Logik macht und kann WebODF.js als Datei hinzuladen und kann sich Open-Document-Dateien anzeigen oder sie sogar bearbeiten lassen, je nachdem, was man machen möchte. Weitere wichtige Eigenschaft ist, und das war eigentlich sozusagen die Kerngeburt von WebODF, es findet keine Konvertierung statt, wenn ODF-Dateien geladen werden und gespeichert werden, sondern die interne Datenstruktur des ODF-Formats wird mehr oder weniger 1:1 im DOM des Browsers abgebildet, also im Arbeitsmodell des Browsers. Und jegliche Veränderungen, die gemacht werden, finden einfach daran statt, dass dieser Baum, der sehr intern ist, dass darin herumgezupft wird und die entsprechenden Bestandteile verschoben oder verändert werden. Und das hat den enormen Vorteil, wenn es dort Formatierungen gibt, die noch nicht unterstützt sind, zum Beispiel bei der Anzeige oder fürs Editieren, die werden einfach beim Laden so gelassen, wie sie sind. Und wenn sie nicht zufällig der Knoten, auf dem sie sind, gelöscht werden, dann werden sie auch beim Speichern genauso wieder rausgeschrieben, wie sie geladen wurden. Das ist auch ein enormer Vorteil. Und weil wir natürlich das wiederverwendbar gestalten wollten, ist es so, haben wir versucht, nicht zu viele, aber möglichst viele Abstraktionsebenen einzubauen, dass man, dass jedweder oder jeglicher, der es möchte, WebODF als Bibliothek einsetzen kann für verschiedene Benutzeroberflächen, für verschiedene Backends, möglichst überall einsetzbar sein sollten. Und die entsprechende Anbindung ist über abstrakte Schnittstellen sollte dann gewährleistet sein. Wie funktioniert ein WebODF? Wenn wir uns HTML anschauen. HTML selber ist mehr oder weniger auch im XML-Format geschrieben, beziehungsweise vor allem HTML5 ist es wirklich reines, pures XML. Und das ist auch, was die Browser eben können oder intern als Arbeitsmodell haben, wenn sie eine Webseite geladen haben. Auch Bilder wie im PNG-Format oder JPEG-Format oder im SVG-Format werden schon nativ vom Browser unterstützt. Und das Styling geschieht über Cascading Style Sheets. Schauen wir uns nur das Open-Document-Format an. Das Open-Document-Format ist so aufgebaut, dass es im Grunde genommen eine ZIP-Datei ist, die verschiedene andere Dateien enthält. Die wesentlichen Dateien, die in diesem ZIP-File drin sind, sind einmal die Content-XML, die den eigentlichen Dokumenteninhalt beschreibt. Dann gibt es eine separate Styles-XML, die die Formatierung bereithält und dann noch viele andere, die aber nicht so wesentlich sind. Also eigentlich genau das Format, das der Browser auch untersteht. Bilder werden auch normalerweise im PNG oder JPEG oder SVG-Format abgespeichert, auch als eigene Dateien innerhalb dieser ZIP-Datei. Also wunderbares 1:1 Mapping. Das Einzige, wo ein wesentlicher Unterschied besteht, ist, dass in ODF es kein CSS gibt, sondern dass dort auch eine eigene Art und Weise, die XML-basiert ist, mit Elementen. Warum haut er hier ab? Also eine eigene Art und Weise, die Style zu beschreiben. Und was geschieht nun, was macht nun WebODF, wenn eine Datei geladen wird? Sie unzippt die Datei einfach, das kann man, ist in JavaScript wunderbar, also nicht wunderbar, aber man kann es schreiben und es ist sogar relativ performant. Hängt die XML-Bäume, die man innerhalb dieser Dateien findet, in den Browser-DOM. Und dann ist der entscheidende Schritt, um eben das aufzulösen, was man noch übersetzen muss. Es gibt dann Code, der
die ODF-Styles in entsprechende CSL-Styles übersetzt und automatisch, wenn man dann den entsprechenden den Content-XML-Baum in, sichtbar macht, oder eigentlich ist er auch schon automatisch sichtbar im DOM, dann über das die berechnete CSS wird dann alles wunderbar angezeigt. Und das wurde irgendwann mal per Zufall, weil eigentlich was getestet werden sollte, festgestellt, und daraus ist eigentlich das ganze Projekt entstanden. Denn die einfachste Art und Weise, zurzeit WebODF zu verwenden, ist, dass man einfach die WebODF-Datei einbindet als JavaScript-Datei, dass man sich ein Div-Element mit einer ID versieht. Und die wesentlichen zwei Zeilen sind die hier, dass man, unser Namensraum ist leider noch nicht so sauber, weil das Ganze aus dem Prototypen heraus entstanden ist, aber naja, es reicht jedenfalls, so viele Kollisionen sind noch nicht aufgetreten. Ein neues Objekt vom der Klassentyp ODF-ODF-Canvas erzeugt, dem man das Element übergibt. Und dann ruft man eine Funktion auf diesem Element, dem man eine URL, in dem Fall ist es eine relative, zu einer OD, in dem Fall Textdatei-Version von eines Open-Document-Formats erhält. Und schon wird an dieser Stelle im Baum dieser Datei eingebunden. Mehr muss man nicht tun für einen Start. Kommen wir zu ein paar Anwendungsbeispielen, die sozusagen nicht nur einfach die Datei laden und anzeigen lassen automatisch, sondern die so ein bisschen mehr drumherum entwickelt haben. Viele Groupware-Lösungen haben das natürlich gerne aufgegriffen für zum Beispiel ihre E-Mail-Systeme oder Dokumentenverwaltungssysteme, denn ist es zwar, die Anzeige ist nicht perfekt, aber sie reicht meistens aus, um wenigstens schon mal den Textinhalt zu bekommen, sogar so, dass man ihn kopieren kann und oder die Bilder. So die Groupware Serapha benutzt das dann, Kodak Groupware hat es auch aufgegriffen als, als Teil ihrer Erweiterung für den Roundcube-Webmailer, den sie verwenden. Wir selber haben ein Plugin namens Vue.js geschrieben, da auch noch ein WordPress-Plugin Wrapper rumgeschrieben oder eben auch ein Add-on für Firefox. Und wie man vielleicht schon gesehen hat, da oben in der Ecke steht das Vue.js. Vue.js ist auch das, was ich hier benutze, um diese Präsentation zu zeigen. Ich hätte sie gerne im Vollbildschirmmodus gemacht, aber leider die Ausgabe meines Rechners ist nicht, hat nicht dieselben Proportionen. Deswegen muss ich das leider hier nur im Bild-in-Bild-Verfahren machen. Aber rein theoretisch, wenn ich jetzt zum Beispiel draufklicken würde. Aber leider für euch ist es dann abgeschnitten, deswegen geht es zurück. Wenn jetzt jemand von euch zum Beispiel sagt, cooles Ding, möchte ich auch gerne in meinem Projekt einbauen, ist bestimmt kompliziert, muss eine neue Bibliothek, da muss man erstmal die API lernen und so weiter. Ich habe aber nur ein ganz einfaches Bedürfnis. Ich möchte einfach nur die Dokumente, die ich vielleicht erstellt habe oder irgendwo anders erstellt habe und die ich anbiete auf meiner Webseite, ich möchte die auch mit sowas einfach einbetten. Das ist genau das, was Vue.js anbieten möchte. Und jetzt habe ich, wie lange geht der Vortrag? Ich habe gerade Zeit verloren. Aber 20 Minuten sind das rum, ne? Also das dann sollte ich einigermaßen in der Zeit liegen. Ja. Dann versuche ich jetzt mal das zu machen, was ich machen wollte, ne? Oder versprochen habe, dass wir einfach mal zeigen, wie man... So, ist die Schrift einigermaßen lesbar? Gut. Nehmen wir an, das ist hier ein Rohgerüst einer Datei, die wir anzeigen wollen. Dafür sind wir schon im richtigen Verzeichnis. Und wie hatte ich denn das gemacht? Mist. Das war... Ja, ich habe dummerweise den von runtergefahren, der hat mir alles... Moment. Was hatte ich hier rausgestartet? Ja. Ich hoffe, Sie sind schon fleißig dabei und geben Kommentare ein auf der Typist-Seite. Wenn nicht, dann wäre das jetzt die Gelegenheit dazu. WebODF, Roscon, das war genau das Falsche. CD, Vue.js Demo, Python, Simple, HTTP. Also,
Wir haben jetzt diese Datei vorliegen, die befindet sich auch in dem Verzeichnis, in dem ich gerade bin. Und wir starten jetzt einfach mal einen einfachen HTTP-Server, dessen Output sich auf der falschen Seite befindet. So, das ist die aktuelle Datei. Zurzeit können wir nur schreiben, would be nice to present the result here. Also das wäre schön, wenn wir das Ergebnis irgendeiner Verarbeitung hier zeigen können, was nämlich irgendein im Open-Document-Format befindliche Datei ist. Nun, das ist nicht so schwer. Dafür gehen wir auf die Seite Vue.js, gehen auf Get-It, klicken auf Download, speichern es, dann entpacken wir das Ganze. Ach so, nicht aufgeräumt vorher, ist auch rein. Das Wichtige dort ist in ein Unterverzeichnis namens Vue.js. Das ziehen wir jetzt einfach auf unsere Ebene hoch. Also zurzeit ist das hier quasi der Inhalt. Die Datei, die wir anzeigen, ist Result.html. Das ist diese Datei. So, und jetzt wollen wir dort Vue.js einbinden. Dafür haben wir das runtergeladen, haben es schon ausgepackt. Jetzt brauchen wir noch die entsprechende Datei im richtigen Verzeichnis. Vue.js ist der Unterfolder, der hier der wichtig ist. Den holen wir uns mal auf unsere Ebene. Jetzt können wir das auch noch den Rest wieder löschen, weil der nicht wichtig ist, aber wir lassen das mal so. Und dann binden wir das mit an dieser entsprechenden Stelle hier ein, wo vorher nur stand, wäre schön, wenn wir es anzeigen könnten. Dazu schauen wir uns an, was die Anleitung dazu sagt. Ist auch hier beschrieben, Instructions, wie man Vue.js benutzt. Das Interessante ist hier, dass man das vielleicht so einbetten möchte in der eigenen Seite. Dafür kann man sich einfach das kopieren und an der entsprechenden Stelle einfügen. Und im Grunde genommen fügen wir hier also ein iframe ein, in das wir dann Vue.js laden und rufen dort index.html auf. Machen wir es mal explizit. Und geben ihm einen relativen Pfad zu der Datei, die wir anzeigen wollen. Die Datei, die wir anzeigen wollen, die haben wir ja schon hier im gleichen Verzeichnis schon mal hingelegt. In dem Fall müssen wir aber die relativ zu dem Vue.js-Verzeichnis anbieten. Dann geben wir noch die Größe an. Im Falle, dass wir sowas wie Fullscreen anbieten wollen, gibt es dann noch diese zwei zusätzlichen, ja, Allow Fullscreen und dann noch ein Pendant. Kann ich hier mal kurz vorholen, dass man das sieht. Und damit sind wir auch schon fertig. Wollen wir schauen, ob das stimmt, diese Behauptung? Dafür gehen wir wieder zurück, laden neu. Ich habe den Cache abgestellt und wir sehen, die Datei wird angezeigt. In dem Fall geht es ja erstmal nur ums Anzeigen, genau. Also hier nur rein für den Fall, dass man es anzeigen möchte. Und das funktioniert sowohl für Textdokumente als auch für Präsentationen, wie eben die eigentliche Präsentation, falls du das hast. Also kann man dafür eine Firefox einbauen? Bitte? Nein, das ist, das war vielleicht jetzt doch ein bisschen zu schnell. Was man sich von der Vue.js-Seite runterlädt, ist einfach ein Satz an HTML- und JavaScript-Dateien, die intern WebODF auch schon mit bringen und mit verwenden. Und das bindet man bindet quasi in dieser Zeile, die ich dort gezeigt habe oder verwendet habe, mit dieser Zeile fügt man quasi eine neue Seite innerhalb der anderen Seite ein, die diese Seite aufruft und intern automatisch sieht die sich an, was hier dort übergeben ist und sorgt dann dafür, dass diese Datei intern geladen wird und dann dargestellt wird und packt zusätzlich in diese ganzen Navigationselemente drumherum, wie dass man zum Beispiel hinein und herauszoomen kann oder dass man auf ja, ungefähr beantwortet oder? Ich wollte nur wissen, wie die Meldung auch noch ist. Ja, nee, das darf überhaupt nicht so werden. Das funktioniert in allen Browsern dann. Okay. Ja. Alle Browser,
Eher 10. Es könnte sein, dass 9, 9 funktioniert manchmal, aber wir, ja, also eher 10 plus. Genau, das wäre also die Möglichkeit, wie man WebODF relativ schnell, wenn man den Anwendungen, den Anweisungen hier folgt, die leider nur in Englisch vorliegen, aber auf der Seite Vue.js verfolgt, so kommt man schon in den Genuss von WebODF zur Anzeige und zur, ja, zum Beispiel hier in dem Fall sieht man, hier kann man nicht durch die Seiten navigieren, das ist alles schon mit eingebaut. Wäre also eine Möglichkeit, relativ schnell WebODF zu verwenden fürs Anzeigen. Genau, Vue.js selber ist Plugin-basiert und es gibt auch ein Plugin für PDF, ja. Was kann der sonst noch so? Oder ich glaube, was anderes hinaus. Also, das ist schon alles super. Also, alles, was ich jetzt sagen soll, überhaupt nicht das Gegenteil bedeuten. Aber es wäre natürlich schön, wenn es ganz, ganz, ganz viele Formate könnte. Sicher, da, aber Vue.js ist ein Open-Source-Projekt und es gibt auch schon jemanden, der ein Plugin für Grafikdateien, also selbst PNG geschrieben hat, dass man dort auch mal hineinzoomen kann und nicht immer nur das in der Größe angezeigt bekommt, aber das ist leider immer noch nicht merge-fähig. Aber an sich ist Vue.js ein Plugin-basiertes System und es gibt ein PDF-Plugin und es gibt eben das Web-ODF-basierte Plugin für ODF-Dateien. Ja. Und ja, gerne. Wir können gerne erweitert werden, ja. So, kommen wir jetzt zu dem nächsten Schritt, der auch gerade angefragt wurde, eben Anzeigen ist ja schön, aber man möchte ihn vielleicht auch bearbeiten. Fürs Bearbeiten, ursprünglich die ersten Entwürfe haben, es gibt in HTML5 die Möglichkeit, Elemente innerhalb einer Webseite als Content Editable zu markieren. Das heißt, der Browser unterstützt dann, dass man der Nutzer seinen Cursor dort hineinsetzen kann und das verändern kann. Das funktioniert auch zu einem gewissen Grad. Man kann damit aber eigentlich mehr nur zum Beispiel Rechtschreibfehler oder so korrigieren. Man kann nicht wirklich neue Dokumente neue Strukturen erzeugen. Und vor allem, was für uns am allerwesentlichsten ist, für unser Ziel, dass wir das gemeinsame Bearbeiten unterstützen, ist, wir haben es fehlen die Informationen darüber, welche Änderungen genau vorgenommen wurden. Das teilt der Browser einem nicht mit. Also haben wir die Dose der Pandora geöffnet und haben angefangen, die Eingaben des Nutzers an den Browser selber abzufangen und umzusetzen in Operationen. Und die Operation selber dann, also es gibt einen Satz an Operationen, die Dokumente verändern können. Und jegliche Benutzereingaben werden auf diese abgebildet. Das ist sehr mühsam und sehr anstrengend. Und so Fragen wie, funktioniert es denn auf Internet Explorer 9 oder so weiter? In dem Fall haben wir es gerade wieder sichergestellt, dass es auf 10 funktioniert. Aber es gibt so einige Browser wie Safari, die machen einem da das Leben schwer. Aber im Groben und Ganzen funktioniert es schon. Also sonst würde ich ja nicht hier stehen und darüber erzählen. Also, wie gesagt, es gibt einen minimalen Satz, definierten Satz an Änderungsoperationen. Und wenn man da UI irgendwas sagt, dann wird es intern abgebildet auf diese Operation. Und gerade für die Zusammenarbeit am selben Dokument, wenn zum Beispiel in dem Fall, dass zwei Nutzer sich zu einem Server verbunden haben oder irgendwie dasselbe Dokument sehen und beide bearbeiten es gleichzeitig, will man ja, dass man sieht, was der andere ändert. Und wenn das beide gleichzeitig machen, dann muss es ja irgendwie synchronisiert werden. Dafür gibt es eine Technik namens Operational Transformation und die benutzen wir ja auch im Hintergrund, um eben jegliche gleichzeitige Editierungs- oder Änderungsaktionen gegeneinander aufzulösen. Und das bedeutet aber auch, das war ich zu schnell, da wir eben nicht Content Editable benutzen, heißt auch, wir müssen den Cursor selber zeichnen und die Auswahl, wenn zum Beispiel Text markiert ist, selber zeichnen. Hat aber auch wiederum den Vorteil, dass uns, weil wir nicht den eingebauten Cursor des Browsers nutzen, der nur die Idee hat, dass es eigentlich einen einzigen Nutzer gibt, da wir das selber zeichnen, können wir dann auch wirklich die Cursor aller verschiedener Nutzer, die gerade das Dokument editieren und was sie gerade markiert haben, alles anzeigen. Man sieht also wunderbar, auch wenn man zum Beispiel einen Chat sich unterhält, kann der eine irgendwas markieren und dann sieht der andere, was gerade markiert ist. Das ist also, wie wir zurzeit das Editieren umgesetzt haben. Das funktioniert allerdings, kleine Einschränkung, zurzeit nur für Textdateien, Präsentationen und Spreadsheets werden noch nicht unterstützt. Aber die grundlegende Technik, wie wir sie umsetzen, wird auch dafür anwendbar sein. Also ist nur eine Frage der Zeit und der Investitionen darin. DigiWiki waren eine der ersten, die WebODF aufgegriffen haben zum Editieren. Damals war das aber noch, wie gesagt, diese erste Variante mit Content Editable. Aber ja,
war trotzdem toll, dass sie es aufgegriffen haben und dass dadurch schon ein bisschen Feedback kam. Dann eine andere interessante Anwendung ist eine australische Firma namens QSA. Die haben ein Programm, das nennt sich InVivo. Es ist eine Desktop-Anwendung, also keine Web-Anwendung. Die nehmen WebODF und tun das eben in so ein Web-Container-Element in ihrer normalen nativen Anwendung. Und wenn man sich das anschaut, man sieht nicht, dass es irgendwas mit Web zu tun hat, ist, weil auch die ganzen Toolbar-Buttons zum Beispiel für die Controller sind alle nativ umgesetzt. Weil es entsprechende, ja, dieser Ansatzwendungsfall auch wunderbar vorgesehen ist. In dem Fall ist es in Vivo eine Software für qualitative Forschung, also wenn man keine standardisierten Daten hat, das wird zur Zahlforschung wird verwendet, das sowas, glaube ich, zum Beispiel. Ja. Und wir sind denen sehr dankbar, weil die ja gerade aus ihrem Anwendungsfall heraus ziemlich viele Beiträge geleistet haben, vor allem ziemlich viele Tests. Das waren jetzt mal ein paar Beispiele, wo das einfache Editieren schon in existierender Software angewendet wird. Jetzt möchte ich etwas weiteres demonstrieren, und zwar, und zwar ein weiterer Fall, der nicht das direkte interaktive Editieren, wie man es vielleicht aus LibreOffice oder aus dem normalen Office-Programm heraus erkannt ist, sondern wenn man das ein bisschen programmatisch machen möchte. Befindet sich auch auf der Webseite webodf.org. Eine Beispielanwendung, wo hier per WebODF ein Formular angezeigt wird. In dem Fall ist es zum Beispiel so eine simulierte Rechnung. Und jemand soll dann in der Lage sein, das zu bearbeiten. Dann kann man WebODF dafür verwenden, dass man zum Beispiel auf den entsprechenden, im Open-Document-Format gibt es sogenannte Fields, oder also editierbare Felder, die aus einer internen Datenbank herausgefüttert werden. Und wenn man die entsprechend markiert, dann kann man das verlinken, dass hier drüben dieses Formular, was in dem Fall mit der Clojure-Library umgesetzt wurde, für die sich auskennen. Der Quellcode ist auch, glaube ich, ja, wenn man hier auf die Demo-Seite sieht, kann man sich das runterladen und anschauen. Es gibt auch jemanden gerade vor kurzem, der darauf aufbauend sein eigenes Formularprogramm schon entwickelt hat, wie wir dann freudig erfahren durften. Wobei die doch eigentlich uns als K.O. Aufträge geben sollten. Und dann kann man hier zum Beispiel was aufschreiben und das wird dann automatisch eingefügt und man kann dann gleich sehen, was man hier macht. Also das wäre eine andere Variante, die eben nicht auf diesem interaktiven Editieren mit den Operationen, wie ich es gerade beschrieben habe, beruft, sondern das ist jetzt wirklich programmatisch, dass wenn dort Änderungen in diesem Feld hier außen gemacht werden, dann wird entsprechend an diesen Baum, der es ja intern ist im Arbeitsmodell des Browsers, herangegangen und werden dann den entsprechenden Knoten einfach umgehen. Das wäre auch eine andere Art und Weise, wie man WebODF verwenden kann, um Dokumente entweder zu generieren oder hier partiell interaktiv zu gestalten. Ja? Nur zu. Also sagen wir jetzt mal, ich arbeite da mit jemand anderem gerade gleichzeitig an einem Dokument und ich klicke dann ein 2 Megabyte großes Bild rein. Mhm. Was passiert dann denn jetzt? Wir müssen ja im Grunde 2 Megabyte übertragen werden. Und wann wird es gespeichert? Wo wird es gespeichert? Also Das ist eine Frage, die sich hinter der Abstraktionsebene befindet. Wobei in dem Fall ist es auch noch ein Problem, das sich auch noch vor der Abstraktionsebene befindet. Aber an sich sozusagen die Synchronisation der Daten, das ist etwas, was in der jeweiligen Adaption an einen entsprechenden Server oder Umgebung gemacht wird. Aber in dem genauen Falle ist das, es wäre zurzeit noch ein Hemmschuh, weil die Operation selber dieses Bild in die Operation packt und die Operationen werden sequenziell geschoben. Also in dem Fall, das ist noch, was wir nochmal lösen müssen, dass das quasi große Daten, die aber eigentlich separat behandelt werden können, dass die auch separat verschoben werden. Also das wäre noch was, was noch ein To-Do ist. Ja. Aber da haben wir auch noch nicht groß drüber geplant, deswegen kann ich jetzt keine Antwort geben, aber das irgendwas in der Richtung müsste man tun. So, das war kurz vorgestellt die Demo. 17.15 Uhr habe ich Zeit. Okay. Aber ich denke, wir sind auch auf 26, ja. So. Wenn wir auf... Ich glaube, 17.30 Uhr. Okay.
Wenn wir auf web oder f.org gehen, dann sehen wir dort eine andere Demonstration, und zwar das lokale Editieren. Das nennt sich halt Local Editor falsch. Aber da sehen wir eine weitere Anwendung, wo jemand wieder mit diesem ursprünglich beschriebenen Editieren umgehen kann. Dort oder wie Web oder F verwendet kann, auf Grundlage dieses Abfangen der Eingabe und Erzeugen von Operationen, die dann das Dokument verändern. Und wie wir sehen, haben wir hier schon etwas geschaffen, was so ziemlich, ja, es kann noch nicht all das, was eine normale Office Suite zum Beispiel kann, für viele Anwendungsfälle reicht es. Man hat die verschiedenen Styles, die unterstützt werden für Paragraphen. Man kann auch direkt formatieren, wenn man sagt, na, das hätte ich jetzt gar nicht hier zentriert oder in dem Fall links zentriert. Man kann sogar, was auch sehr interessant ist, das ist noch sichtbar, ja, aber leider hinter mir. Kommentierungen sind auch möglich, wenn ich zum Beispiel sage, das hier muss neu geschrieben werden. Und all solche Sachen funktionieren schon wunderbar. Ja. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel speichern, in dem Fall haben wir da was reingeschrieben, dass das dem Browser simuliert, dass es lokal gespeichert werden soll. Und dann fragt der Browser natürlich, was soll ich damit machen? Und dann sagen wir ihm, bitte öffne es mal mit LibreOffice. Und wie wir sehen in LibreOffice, na, ich kann das jetzt leider hier nicht so perfekt nebeneinander darstellen, aber wir sehen es ja durch das Hochleiten, es ist ungefähr das Gleiche. Die Kommentierungen sehen natürlich anders aus, weil das Sache der Anwendung ist, aber ja, wir sehen, es funktioniert. Und nun möchte man das vielleicht auch jetzt schon in seiner eigenen Website oder vielleicht in einem kleinen Web-App oder so irgendwo anwenden, wo man schon mit dem Umfang, der hier möglich ist, zufrieden ist. Und dafür haben wir auch eine. Dafür müsste ich mich jetzt, glaube ich, mal hinsetzen. Das im Stehenzimmer ist doch das umständlich. Geht leider nicht. Dann hocke ich mich mal hin. Das möchte ich jetzt auch kurz demonstrieren, dass wir dafür auch eine Lösung haben, die auch nach meinem Dafürhalten und dem bisherigen Feedback auch relativ schnell und leicht möglich ist. Dafür gehen wir wieder rüber. Wir beenden den vielleicht, damit er nicht im Wege ist. Gehen in die also Demo, starten wieder neu den Webserver. Also schauen erstmal, was wir hier schon in dem Verzeichnis haben. Im Verzeichnis haben wir wieder eine Beispielwebseite, die wir editieren möchten, und wir haben hier quasi eine Startseite, ein Startdokument, das bearbeitet werden soll. Weil es vielleicht irgendwo generiert ist oder irgendeine Vorlage ist, es ist einfach nur ein Beispiel, das geladen werden kann. So, jetzt starten wir wieder in einen einfachen Webserver. Wieder auf Port. So. Das hier ist die entsprechende Webseite, die gerade ausgeliefert wird. Wir gehen dorthin. Das ist die lokale URL, die, unter der das erreichbar ist. Und wie wir sehen, normalerweise könnten wir jetzt hier irgendein Formularfeld oder sonst was haben, wenn der Nutzer irgendwas schreiben soll. Aber viel schöner ist es ja, wenn man das direkt gleich schon im ODF-Format, in dem Fall im Open Document Text-Format macht. Und das wollen wir jetzt hier einbinden. Dafür machen wir jetzt wieder ähnliche Schritte, wie wir das schon mit dem Vue.js gemacht haben. Warum bin ich im falschen Verzeichnis? Ach, das ist ein zweiter. Dafür laden wir wieder von der WebODF-Seite in dem Fall, weil das ein Bestandteil ist, der dort verfügbar ist, laden dort Vodotext-Editor herunter, indem wir das einfach aufklicken, wir speichern das wieder und fertig, heruntergeladen. Wir packen es aus. Na? Das Entscheidende hier ist wieder eine Datei, die sich oder eine Verzeichnisstruktur, die sich etwas weiter unterhalb befindet. Wir haben das jetzt hier entpackt. Jetzt holen wir uns mal die wichtige Sache dort von heraus. Das ist nämlich jenes Verzeichnis mit dem Inhalt und packen das auf unsere Ebene. Und nun fangen wir an, das einzubinden. Dafür müssen wir als allererstes ist so einfach gebeugt zu schreiben. Type Text
Source. Dafür binden wir eine Datei namens vodotexeditor.js ein. Die ist char-set utf, was, dash 8 oder nur 8? Naja, wird er schon mit klarkommen. Skript ein. Und damit haben wir alle schon eingebunden, was wir einbinden müssen. Nun müssen wir allerdings noch dafür sorgen, dass wir auch, also sozusagen der Editor selber steht uns jetzt zur Verfügung. Jetzt müssen wir nur den entsprechenden Code schreiben, um ihn in unsere Webseite einzubinden. Und da das nicht nochmal ein normaler Editor ist, bin ich jetzt hier etwas leider etwas, Entschuldigung, langsamer. Und Charset U8 will ja auch haben. Und wir haben versucht, diese Schnittstelle, über die man diesen Editor-Zeug relativ simpel und einfach zu halten, denn es ist so, dass WebODF sich natürlich zurzeit in wilder Entwicklung befindet und die internen Schnittstellen verändern sich ständig, aber diese Komponente, die wir hier anbieten, die soll jedenfalls und hat bislang eine relativ stabile API haben. Das heißt, wenn man eine neue Version von WebODF sich herunterlädt oder in dem Fall von der Komponente, dann sollte die eigentlich 1:1 ersetzbar sein. Übergeben dort eine Funktion, die, weil das alles rekursiv passiert. Als erstes Parameter im Node.js-Stil in Error, falls sie übergeben wird. Da hoffen wir jetzt aber mal, dass es nicht geschieht. Und im anderen Falle bekommen wir hier den eigentlichen Editor übergeben. Ach, nehmen wir den erstmal E. Und wenn ich mich jetzt nicht vertippt habe, dann laden wir jetzt neu. Und wie wir sehen, habe ich mich irgendwo vertippt. Mist. Sieht jemand den Tippfehler? Welche Klammer genau? Mist. Das, ach so, schön, kann man nicht sehen. Mist. Ja, ist auch geschlossen, aber ich... Eine schließende Runde Klammer. Wo ist eine zu viel? Schrank? Ah, und wenn man nicht mehr weiter weiß, dann guckt man schnell mal in seine Vorlage rein und ach, da ist sogar noch die ganz alte Mist. Ah, es war sowieso alles falsch, mein Fehler, ja. Das ist jetzt, ist für mich auch schon relativ spät am Abend, genau, das bringt ja alles überhaupt nichts. Also, um das Ganze ja zu triggern, benutzen wir die Onload-Funktion. Von HTML und schreiben nämlich hier nicht das so, sondern haben hier eine Funktion, die wir dann auch entsprechend createEditor nennen. Und erst die ist nämlich dann, wenn sie dann aufgerufen wird, soll dann genau das hier machen. Das hatte ich vergessen, Mist. Und Definition Ende. So, neuer Versuch. Und jetzt, man kann das 5-mal zu Hause üben und man kriegt das in 2 Minuten alles wunderbar geschrieben, aber hier sieht es anders aus. Ach, ärgerlich. Schauen wir mal. Editor Options, ah ja, den Fehler mache ich dann doch mal. Genau, also das Wesentliche ist bei dieser Create-Text-Editor-Funktion, dass man dem 3 Parameter übergibt. Der erste ist die ID, wo, in dem Fall ist es Formular, die ID des Elements, in das der Editor gepackt werden soll. Als zweite gibt es Optionen. Da fangen wir mal an mit All Features Enabled True. So, jetzt bin ich zuversichtlich, dass. Dort, danke, ja, Mist. Also, jemand, wer sich vielleicht die Beschreibung zu dem Vortrag durchgelesen hat, sieht, weiß, dass ich eigentlich C++-Entwickler bin und dass mein erstes JavaScript-Projekt ist und manchmal auch mein letztes.
Also, aber wie wir sehen, mit dieser Zeile, wenn sie dann erfolgreich eingegeben worden ist, haben wir schon mal den rohen Editor an sich. Aber zurzeit, wir sehen, es ist alles noch ausgegraut, weil wir ist ja noch kein Dokument geladen. Das holen wir jetzt mal nach. Und zwar haben wir ja gesehen hier auf der Kommandozeile, dass wir dieses Example-ODT gerne laden wollen. Dann machen wir das mal. Und zwar in diesem dritten Parameter, das ist alles fürchterlich unlesbar eingerückt. Aber das hier wäre quasi der Callback, den wir begeben. Dort rufen wir es einfach mal auf das Objekt E, was nämlich der erzeugte Editor ist, die Funktion Open Document by URL auf, und weil das relativ sich im Verzeichnis befindet, können wir auch nur den Dateinamen angeben. Und wenn ich es nicht schon wieder einen Fehler gemacht habe, dann laden wir jetzt mal neu. Cache habe ich ja ausgestellt und natürlich habe ich wieder irgendeinen Fehler gemacht. From, nicht bei. Naja. Das Problem ist, dass... Ja, egal. So, hurra. Die Freude soll ja größer sein, deswegen macht man erstmal Befehle. Also, wir sehen auch nur wieder ein einfacher Befehl, sagen dem Editor, bitte lade dieses Dokument. Und jetzt haben wir genau das, was wir auch in der Demo gesehen haben. Jetzt können wir hier wunderbar editieren, wie wir voreditiert haben. Hallo und alles Mögliche. Es können zum Beispiel sagen, das Heading 1 soll es nicht mehr sein, sondern es soll einfach nur ein normaler Textbody sein. Sagen die, diese Kommentare wollen wir eh nicht mehr haben. Und wir wollen vielleicht noch einen eigenen Kommentar hinzufügen, welche sollen genommen werden oder irgend sowas. Wir sehen hier unbekannter Autor. Es kann aber sein, dass wir genau wissen, wer dieses Dokument gerade bearbeitet. Richtig? Und im Open-Document-Format selber gibt es Unterstützung dafür, dass man Autoren benennen kann. Ist zwar nicht ganz perfekt, aber immer ein wenig. Und zwar kann man den vollen Namen angeben. Das machen wir doch einfach mal, indem wir hier auch entsprechend beim Aufsetzen... Oh, Mist. Es ist wirklich schon spät am Abend. Das war... ach ja, User Data. Genau, wir geben hier User Data als weiteren Parameter. Der ist aufgebaut aus zurzeit nur Full Name. Aber das ist ja auch schon mal was. Dann geben wir mal Anna Blume den Namen. Und das war das letzte. Komm, das ist auch richtig. So, und wenn wir jetzt neu laden, können wir jetzt hier wieder irgendwas kommentieren, und wenn wir jetzt zum Beispiel kommentieren, dann ist ja schon der richtige Name übernommen worden. Und wenn wir jetzt die Datei speichern, was ich angesichts der fortgeschrittenen Zeit jetzt nicht mehr zeige, weil, aber das könnte man jetzt auch noch einsparen, da gibt es auch einen entsprechenden Callback, den man setzen kann, der dann aufgerufen wird, und dann kann man sich per eines weiteren Kommandos das aktuelle Dokument als ODT-Datei holen im Byte-Array-Format und kann dann damit machen, was man will, zum Beispiel zu einem Server schicken oder eben lokal provozieren, dass es heruntergeladen wird. Also da sozusagen an der Stelle geben wir nichts vor, sondern das kann man, oder also manche sagen, muss man dann selbst machen, aber die meisten wollen da an der Stelle Flexibilität haben. Also abgesehen von Nervosität beim Vortragen, eigentlich unserer Meinung nach ein schöner erster Einstieg, um relativ schnell schon ziemlich viel Funktionen zu bekommen. Aus WebODF heraus. So, kommen wir zurück zum Vortrag. Ja, wie schon mehrfach gesagt, gemeinsames Bearbeiten von ODF-Dateien ist nicht nur mein persönlicher Traum gewesen, weil ich schon als Jugendlicher nie verstanden habe, warum man mit mehreren Leuten zusammen das gleiche Computerspiel spielen kann, irgendwelche Monster in Teile zerlegen, aber man kann nicht gemeinsam Dokumente bearbeiten. Und ja, ich freue mich eigentlich, dass ich hier an diesem Projekt arbeiten kann, weil das schon immer ein Herzenswunsch von mir war. Und nun ist es zwar so, dass inzwischen auch selbst die Großen nachgezogen haben, wahrscheinlich von Google getrieben, weil Google Documents ja da was gut vorgelegt hat. Also mit Microsoft und Apple Software geht es ja inzwischen auch, aber mit WebODF eben auch, und das ist das Tolle.
prominentes Beispiel oder quasi die ersten, die das dann öffentlich benutzt haben, sind OnCloud. Die haben OnCloud Documents geschrieben, zusammen mit der Firma, in der ich arbeite. Und ich weiß, wer von euch hat OnCloud Documents schon mal ausprobiert? Ja, so 4, 5, 6. Also es war sozusagen der erste öffentliche Schuss. Es ist noch nicht perfekt gewesen, aber für einfache Anwendungsfälle war es eigentlich schon ganz gut. Aber seitdem, dummerweise, ist es lange nicht mehr aktuell synchronisiert worden mit dem neuesten Stand, weil wir, wie gesagt, im Web-ODF ziemlich wild vor uns herumwickeln und es hat niemand die Zeit gefunden, die neuesten Entwicklungen dort nach OnCloud Documents zu synchronisieren. Deswegen ist es zurzeit leider nicht mehr eine gute Präsentation, was möglich ist. Und dafür gibt es eben zum Beispiel dann solche eigenen Projekte, oder nicht dafür, aber also es gibt auch eigene Projekte, die wir bei uns entwickeln, zum Beispiel eben dieses Typist, was ich ganz am Anfang gezeigt habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil das nämlich jetzt auch schon eine der letzten Folien ist, was denn hier geschrieben wurde, wenn ich denn noch verbunden bin. Nee, wir speichern nicht. Also Notizen. Oh. Interessant. Ja, das ist ein Vorführeffekt. Der sollte eigentlich schon seit langem behoben sein. Das ist ja interessant, dass das immer noch gibt. Mist. Ja. Aber dummerweise kriege ich das Fenster jetzt nicht weg. Wenn ich jetzt draufklicke, dann... Naja, immerhin sehen wir noch was. Gut. Ja, das ist... Aber es ist... Na gut, vielen Dank trotzdem für das Benutzen. Das zeigt uns, dass da wir diesem Fehler nochmal auf die Spur kommen müssen, wo das genau herkommt. Denn wir dachten, wir hätten die Lücke gestopft, aber ja. TypeS ist quasi ähnlich wie OnCloud Documents eben ein Dokumentenbearbeitungsprogramm, wo man eigene Dateien hochladen kann. Man kann aus vorgegebenen Templates neue Dokumente erzeugen und kann den gemeinsam bearbeiten mit allem, was so möglich ist. Schauen wir mal, ob es hier Fragen gibt. Wo unterscheidet sich so WebODF? Genau, Dankeschön, wunderbar niedergeschrieben. Hello World. Wo unterscheidet sich WebODF von Etherpad Lite? Etherpad Lite kennt kein ODF, oder? Richtig. Etherpad, jedenfalls in der letzten Version, die ich Lisi kannte, ist mehr noch eher reines HTML oder nutzt die Möglichkeiten von HTML. Ich habe die Frage gestellt und ich hatte auch eher damit gemeint, wo ist der Ansatz anders? Also ich meine, wenn ihr euch die Mühe macht, dann eine komplett neue Software für zu schreiben, wo haben die Etherpad-Leute einen anderen Ansatz gewählt, um eben mal Dokumente live zu bearbeiten, als ihr das getan? Der Ansatz ist einfach der, dass wir von Anfang an das Open-Document-Format voll unterstützt haben. Während Etherpad, ich bin jetzt nicht ganz firm, aber also sozusagen bitte nicht, es kann sein, dass es nicht ganz korrekt ist, was ich sage, aber Etherpad selber hat sich von Anfang an erstmal auf einfachen Plaintext beschränkt und auf einfache Formatierungsmöglichkeiten wie FAT oder Italic oder so ein Kram oder einfache 5 Headings-Typen. Während wir eben versuchen, dass unser Ansatz ist, dass wir quasi all die Möglichkeiten, die mit ODF möglich sind, dass man zum Beispiel benannte Stile hat, dass man sowohl für komplette Paragraphen als auch für Textabschnitte oder so weiter, dass man eingebettete Bilder, dass man also quasi der komplette Umfang des Open-Document-Formates, den wollen wir eines Tages abgebildet haben, ja, und ermöglichen, sozusagen direkt zu bearbeiten. Wenn ich aber mit Etherpad was bearbeite, dann sehe ich, wenn ich in meine Datenbank reingucke, sofort, wie, wenn der Benutzer tippt, sofort Einschläge auf meiner Datenbank losgehen. Ist das hier auch so? Also ist es auch das, so, dass die Daten, die man im WebODF eintippt, sofort in irgendeiner Datenbank oder irgendwo auf dem Server auch ankommen? Also die Frage war, ich habe vergessen, die erste Frage zu wiederholen, die Frage von, aber das ist vielleicht aus der Antwort klar geworden, der Unterschied zu Etherpad Lite war gefragt worden. Die nächste Frage war jetzt, ob man wie bei Etherpad sofort, wenn der Nutzer Eingaben macht, das sich auch niederschlägt in Datenbank, ob es sofort in der Datenbank niedergeschrieben wird. Die Antwort ist, das hängt davon ab, wie das Backend geschrieben ist. In dem Fall zum Beispiel von Typist ist es so, oder ich habe es nicht geschrieben, Mist, aber es
in dem Fall wird sozusagen erstmal kleinzeitig ein bisschen was gesammelt, um nicht zu viel Traffic zu erzeugen, blockweise, obwohl, nein, das ist falsch. Das wäre erstmal ein eigenes Projekt. Aber in dem Fall wird der WebSocket benutzt und es wird wirklich sofort was geschrieben, es wird rüber geschickt zum zentralen Server. Und der selber, glaube ich, hat noch sammelt erst nochmal, weil er zur Zeit MongoDB benutzt und da gab es irgendwie Probleme. Also wie gesagt, ist oder will damit sagen, das ist eine Sache, die individuell implementiert werden kann. Dafür gibt es verschiedene Beispiele, aber es ist nichts dort erzwungen. Bug, manchmal, wenn ich eine zweimal in ein besetztes Sendung gestellt. Ja, das ist auch interessant. Ah, ja. Als ich meinen Kollegen gebeten habe, mir TypeScript aufzusetzen, ist natürlich so, dass die aktuelle neueste Version mit den neuesten Features gerade für dieses Wochenende natürlich nicht bereit war und so hat er eine ältere genommen, die zwei Dinge noch drin hat. Das sollte beides behoben sein. Sowohl den Fehler, den wir vorhin gesehen haben, als auch das hier. Aber ist es, wie gesagt, nur, hatte ich glaube ich ganz am Anfang erwähnt, dass es halt quasi Code in Entwicklung, der noch nicht fertig ist, aber demnächst fertig sein sollte. So, das waren die Fragen, die dort gestellt waren. Wichtig ist natürlich, wenn man... ja, eine Frage noch? Du hast so schön vorher gezeigt, wie man die anderen beiden Varianten, ganz schnell ein paar Zeilen in JavaScript aufsetzen könnte. Wie aufwendig ist das? Die Frage ist, ob es für die Realtime Collaborative Editing ähnliche sofort einsetzbare Komponenten gibt. Die Antwort ist noch nicht. Also es ist geplant, aber es ist noch nicht umgesetzt, weil... ja, noch nicht genügend Erfahrung gesammelt ist, wie man welche API möglichst komfortabel oder möglichst günstig für möglichst viele Anwendungsfälle ist. Da sind wir noch so ein bisschen am Sammeln. Aber es soll eines Tages kommen, ja. WebODF steht unter der Affero General. Ja. Tabellenkalkulation, also was im Jargon von Open Document Format die Open ODS-Dateien sind, Open Document Spreadsheet. Das wird zurzeit, also das ist quasi ein Stiefkind unseres Projekts noch. Die Anzeige funktioniert ein wenig, aber editieren überhaupt nicht. Fußnoten werden erhalten beim Laden und Speichern, aber werden weder angezeigt, glaube ich, noch sind unterstützt beim oder fürs Editieren zurzeit. Und ist nicht, sozusagen steht nicht ganz oben auf der Prioritätsliste. Natürlich, eines Tages soll das auch kommen, ja. Ist das jetzt extrem schwer? Das ist alles relativ. Also ja, es ist schwieriger, weil eine Sache, die jetzt vielleicht hier nicht ganz deutlich wurde, und wenn sie es gefragt wird, kann ich es aber ansprechen, und aber auch gleich mit einem, das wollte ich gar nicht, gehst du raus hier, ist, dass, Mist, dass seitenweise Anzeigen von Textdokumenten noch nicht unterstützt wird. Zurzeit wird alles als ellenlange Seite angezeigt, denn das Problem ist die sogenannte Pagination, wie das dann von einigen genannt wird. Das zu berechnen, das ist zurzeit noch, also gibt es ein paar Entwürfe, Versuche, das umzusetzen. Einer davon ist, glaube ich, hier auch auf der Demos was nicht, sondern Features dokumentiert, aber es ist ein bisschen komplizierter, deswegen ist das Ganze auch Technical Preview genannt. Also, ja, es ist schon umgesetzt, aber es ist, also das sofort, es ist eigentlich die Antwort auf die Frage, wie schwierig ist es, es ist ein bisschen schwieriger, ja. Noch eine Frage, denn bitte. Ja, vielleicht mal generell, habt ihr da eine Roadmap oder habt ihr das Ziel, quasi Office, sag ich mal, im kompletten komplett noch zu entlanden, oder habt ihr wir wollen nur einen normalen 80%-Prozent abbilden oder bestimmte Dinge, aber das kriegen wir jetzt so Markus, wenn wir ein Thema gibt es da irgendeine Grenze, wo das da werden wir angehen oder habt ihr irgendwann in so richtigen Jahren oder das komplett besser haben? Also mit dem Zusatz in x Jahren würden wir natürlich gerne alles umsetzen, denn wenn man eine Lösung hat, man ist ja nie zufrieden, man will immer noch mehr haben. Und wie man ja auch an den anderen Anbietern sieht, den proprietären Softwareanbietern, die ihre Weblösung anbieten, die bieten auch mehr oder weniger den vollen Funktionsumfang. Und
Ja, ja. Und natürlich, um das mehr zu erreichen, muss man erstmal mit weniger anfangen. Aber also die Frage, ob wir eines Tages den vollen das, was man zum Beispiel von anderen Office Suites gewohnt ist, den vollen Funktionsumfang anbieten wollen, also gerne. Ist nur eine Frage des Aufwandes und der Finanzierung und der Nachfrage dafür, ja. Aber sozusagen erstmal das, was so die meisten können, das, was sozusagen umsetzbar ist, das machen wir jetzt und da mal schauen. Aber nicht ausgeschlossen, ja. Also von PDF selber wieder zu einem Format zu gehen, das editierbar ist, das ist eigentlich nicht der beste Weg. Denn PDF selber ist ein Format, das, naja, Adobe ist da ein bisschen anderer Meinung, aber aus meiner Sicht ist es eher mehr ein Format, was dafür gedacht ist, um eine endgültige Beschreibung eines Dokumentes zu haben, wo wirklich... Ja, das genauso ist noch ein kleines Problem, aber ich kann das ja mal kurz, wenn ich hier wieder zurückgehe zu dem Beispiel, was wir hatten. Also das wäre hier das Beispiel, was wir selber gemacht haben. Aber jetzt habe ich das noch nicht eingebaut, Mist. Aber wir gehen einfach zu dem Pendant auf der Demo-Seite. Ich kann es auch schneller erreichen, wenn ich hier das oben direkt angebe. Wenn ich hier was editiert habe, nehmen wir einfach mal nur die Kommentare weg und den ganzen Rest hier unten, um zu zeigen, dass wir was verändert haben. Fort damit. Und klicken jetzt mal auf das simulierte Speichern. Dann sehen wir, dass wir das mit LibreOffice laden können und es sieht mehr oder weniger genauso aus. Das liegt aber natürlich daran, dass unsere Beispieldokumente so gestaltet ist, dass sie all das, was wir schon können, nur zeigen. Und das, was wir nicht können. So, und genau. Und jetzt kommen wir zum umgekehrten Weg. Jetzt machen wir zum Beispiel, nehmen wir das Bild weg und ja, jetzt habe ich natürlich Features weggenommen statt hinzugefügt, aber also, was ich zeigen wollte sozusagen, ist, man kann hier neue Sachen hinzuschreiben. Und der Witz vom WebODF ist eben, dass es dieses Format oder alles, was ein Open-Document-Format ist, lesen kann. Und das, was man aus LibreOffice heraus speichert, und das mache ich jetzt mal hier, der speichert das natürlich dummerweise an der falschen Stelle, das muss ich speichern und untermachen. Speichern wir das mal als Beispiel. Und wir nehmen da eben ODF-Textdokument. Das, was Sie sicherlich kennen, wenn Sie so abspeichern. Und speichern das. Und dann haben wir hier in diesem Beispiel auch einen öffnen Dialog, wo man von lokal sich eine Datei aussuchen kann. Da haben wir jetzt dieses Beispiel ODT. Und laden die. Und das ist ja gerade der Witz, dass von WebODF das genau das gleiche Format von allen verstanden wird. Und dass quasi keine Konvertierung stattfindet. Es wird dir zwar innerhalb von HTML angezeigt, aber es wird direkt auf dem Open Document Format gearbeitet. Na, es wird kein, also die CSS wird generiert, aber es wird kein HTML-Code erzeugt, weil wir direkt die Original-ODF-Dateistruktur in das Arbeitsmodell einhängen können. Also das kann ich jetzt zum Beispiel auch mal, eigentlich eine gute Idee. Wir gehen hier mal auf Element untersuchen. Und dann sehen wir, dass hier, das ist die interne Struktur des Open-Document-Format. Und die ist direkt eingehängt und durch das Styling sorgt dann dafür, dass der Browser das entsprechend darstellt. Und das funktioniert erstaunlich weit. Also es gibt natürlich dann irgendwann Stellen, da muss man dann andere Tricks ergreifen und dann mit HTML-Elementen drumherum basteln, um das nachzubilden. Aber die Masse funktioniert wirklich eins zu eins, indem die Originaldaten eingehängt werden und einfach nur die Regeln als Styles, CSS-Styles ausgedrückt werden. So, dann sind wir jetzt, glaube ich, hier schon Zeit überzogen. Schnell noch die letzten. Also Lizenz war ja RGPL, aber wenn es notwendig ist, weil K.O. zurzeit die kompletten Rechte an den Quellen hat, sind auch alternativ proprietäre Lizenzen möglich. Also es gibt auch welche, die das
sich dafür interessieren. Wir freuen uns über Leute, die mitmachen. Wichtig ist vor allem die Webseite webodf.org. Dort findet man eigentlich auch alle Informationen, die dann hier drunter stehen. Der Code selber befindet sich auf GitHub. Man kann sehen, wie aktiv wir da sind. Und vor allem rund um die Uhr, dank der Australier, die da uns da quasi die andere Zeit tun. Obwohl wir komischerweise überlappen wir uns. Die arbeiten später und wir früher dort. Ja. Issues werden dort auch gesammelt. Also wenn ihr irgendwelche Fragen, Probleme habt, bitte nicht zögern. Ist zwar alles in Englisch, aber es geht. Die meisten von uns können ja auch Deutsch und im Problemfall können wir das auch übersetzen. Kommunikationskanäle sind IRC, in dem Falle web.df, freenode.org, der sich da auskennt. Und die Mailingliste ist hier zu kompliziert. Wie gesagt, man findet alles auf web.df.org. Ja, Zukunftsträume haben wir natürlich an was. Und das wäre nochmal die Zusammenfassung. Ich glaube, wir sind jetzt außerhalb der Zeit. Und soweit danke ich für die Aufmerksamkeit. Und gibt es vielleicht noch zwei, drei letzte Fragen? Wenn ich sie, ich glaube, biete die Frostcon an, dass man der die Dateien hochlädt. Ja, dann sollten die sich auf der Frostcon-Seite finden, ja. Weitere Fragen? Nicht? Gut, dann nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit.